ちょっとリクエストはい。Fotografie, das ist heute eine Inflation der Bilder. Eine Ausdrucksform des Menschen, so wichtig wie seine Sprache. Aber auch eine gigantische Industrie mit Milliardenumsatz und großem Einfluss auf uns. Fotografie zeigt uns das Schöne, das Begehrenswerte, das Nachzuahmende. Ihr Geheimnis liegt im Mikrokosmos der Atome verborgen. Das funktioniert am Beispiel der Schwarz-Weiß-Fotografie so. Auf einem Trägermaterial aus Kunststoff oder Papier liegt eine mit Silberbromid lichtempfindlich gemachte Gelatineschicht. Die Silber- und Bromionen bilden ein regelmäßiges Kristallgitter, in dem immer einige positiv geladene Silberionen frei durch das Gitter schweben. Bei der Belichtung fällt Licht auf diese Schicht. Trifft so ein Lichtquant dabei auf ein Bromion, so stößt es ein Elektron heraus. Dieses Elektron bewegt sich nun frei im Gitter. Das Brom wird von der Gelatine gebunden. Den fotografischen Effekt nun lösen erst die eingebauten Reifekeime aus. Diese fangen die freien Elektronen ein. Die jetzt negativ geladenen Keime ziehen ein positives Silberion an. Der Vorgang wiederholt sich, bis alle durch die Belichtung freigesetzten Elektronen eingefangen sind. Jetzt ist die komplette Bildinformation atomar gespeichert, aber noch nicht sichtbar. Erst mit der Entwicklung werden diese Keime chemisch so weit vergrößert, dass sie sichtbar werden. Das Ergebnis ist ein Negativ, bei dem die von Licht beschienenen Flächen dunkel, die anderen hell erscheinen. Wird das Negativ nach dem gleichen Prinzip auf Fotopapier umkopiert, erhalten wir das Positiv. Bei der Farbfotografie sind es vergleichbare chemische Prozesse. Der Farbfilm besteht aus drei Schichten, die jeweils für ein bestimmtes Farbspektrum empfindlich gemacht sind. Zusammengesetzt ergeben die drei Farben ein Negativ, das dann wieder auf ein Positiv umkopiert werden kann. Doch die Entwicklung bis zu diesem Hochglanz-Titelbild war weit. Es begann vor einigen hundert Jahren mit der Camera Obscura. Über die Lochblende wird ein auf dem Kopf stehendes Bild projiziert. Dieser Vorläufer der Fotokamera diente Malern als Zeichenhilfe. (1727) entdeckte Johann Heinrich Schulze, dass sich Silbersalze unter Einwirkung von Licht dunkel färben. Aber erst Niesfor Niepce machte Versuche, solche und ähnliche chemischen Prozesse praktisch zu nutzen. Seine älteste erhaltene fotografische Reproduktion. Wegen der mehrstündigen Belichtungszeit war diese Technik für Fotografien kaum brauchbar. Doch gerade die fotografische Abbildung der Wirklichkeit war das Ziel von Louis Daguerre. Er war Besitzer eines Pariser Dioramas und hatte sich als Maler einen Namen gemacht. Für seine Fotoversuche entwickelte er eine spezielle Kamera. Daguerre und Niepce führten ihre Kenntnisse zu einer Art Zweckgemeinschaft zusammen. Menschlich blieb die Verbindung kühl, zu unterschiedlich waren die Charaktere. Hier der Tüftler Niepce, dort der Geschäftsmann Daguerre. Niepce hatte zwar die Grundlagen der Fotografie geschaffen, aber erst nach seinem Tod gelang es Daguerre, daraus eine brauchbare Technik zu entwickeln. Wir schreiben das Jahr 1835. Daguerre in seinem Studio. Letzte Vorbereitungen zu einer Aufnahme. Die extrem langen Belichtungszeiten sind noch immer das Hauptproblem der Fototechnik.
Jeder Sonnenstrahl muss ausgenutzt werden. Deshalb setzt Daguerre einen Spiegel als Reflektor ein. Trotzdem dauert es noch rund 8 Stunden, ehe die Fotoplatten eine sichtbare Belichtung zeigen. Die einfache Kamera zeigt das Bild auf dem Kopf. Daguerre nimmt die als Sucher dienende Mattscheibe aus der Kamera und holt die lichtdichte Kassette mit der Fotoplatte aus seinem Laborschrank. Mit dem Entfernen der Schutzplatte von der Kassette beginnt die Belichtung der Fotoplatte. Dann heißt es stundenlang warten. Doch plötzlich ziehen dunkle Wolken auf und verfinstern die Sonne. Daguerre muss die Belichtung notgedrungen abbrechen. Die Fotoplatte zieht er aus der Kamera und deponiert sie wieder in seinem Chemieschrank. Einen Tag später. Erneut bereitet Daguerre seine Aufnahme vor und will dafür die nur sehr kurz belichtete Platte vom Vortag benutzen. Nur zur Kontrolle wirft er einen Blick darauf. Zu seinem Erstaunen zeigt sie das Motiv. Das nur kurz belichtete Bild war sichtbar geworden. Eine chemische Substanz im Schrank musste die Fotoplatte über Nacht entwickelt haben. Wie Daguerre herausfand, waren es die Dämpfe eines Schälchens mit Quecksilber, das für die erste Entwicklung einer Fotografie verantwortlich war. Mit der Quecksilberdampfentwicklung war der Durchbruch geschafft. Die Belichtungszeiten verkürzten sich auf wenige Minuten. Ein Schuhputzer und sein Kunde sind die ersten fotografisch dokumentierten Menschen. Ein Detail aus der Aufnahme dieses Boulevards. Daguerre begann mit der Vermarktung seiner Idee. Dafür konnte er den Gelehrten Arago gewinnen, der die Daguerreotypie in der Pariser Akademie der Wissenschaften in einem aufsehenerregenden Vortrag erstmals öffentlich vorstellte. Finanzielle Schwierigkeiten zwangen Daguerre, seine Erfindung dem französischen Staat zu verkaufen, für eine Pension auf Lebenszeit. Der König schenkte sie der Welt. Auch weiterhin tat Daguerre alles, um seine Erfindung bekannt zu machen, in einem Buch und mit mehreren Triptychen seiner frühen Aufnahmen, die er an europäische Herrscherhäuser übersandte, zu Werbezwecken. Die Reklame funktionierte und Daguerre verdiente gut. Auch an den Kameras, die sein Schwager in Lizenz herstellte. Für die Entwicklung der Daguerreotypie benutzte man einen Brenner, mit dem die Quecksilberdämpfe erzeugt wurden. In Fotoateliers konnte man sich solche Porträts anfertigen lassen. Farbig gemacht wurden die Unikate erst nachträglich durch Handkolorierung. Angeregt vom Erfolg Daguerres trat der englische Gelehrte Henry Fox Talbot an die Öffentlichkeit. Als schlechter Zeichner, der er war, hatte er bereits einige Jahre zuvor ein anderes Verfahren der Fotografie entwickelt, aber nicht veröffentlicht. Talbot steht unbeschritten zu, der Erfinder des Negativ-Positiv-Verfahrens zu sein. Bei ihm waren die Fotoplatten nicht mehr das Original, sondern nur Vorlage, mit der sich beliebig viele Reproduktionen auf Papier anfertigen ließen, mit Hilfe von Sonnenlicht. Die erste Kopieranstalt. Weiter ging die Entwicklung. Der Optiker Vogtländer fertigte das erste wissenschaftlich berechnete Objektiv mit einer wesentlich besseren Lichtstärke. Der Franzose Nadar war der erste Starfotograf. Seine Kunden Sarah Bernard, Schauspielerin, und Auguste Rodin, Bildhauer. Anfangs noch der vornehmen Schicht vorbehalten, wurde die Fotografie bald zur Massenware. Mit der Spezialkamera des Franzosen Diderie ließen sich Serien von Billigporträts schießen.
Den nächsten Fortschritt in der Fototechnik brachte die Nassplatte. Sie lieferte Bilder von bisher unbekannter Qualität. Aber das war schwer erkauft. Die Collodiumplatte musste nämlich vor der Belichtung in einem Dunkelraum benetzt und noch nass belichtet werden. Der Fotograf war deshalb genötigt, auf Reisen eine 50 Kilogramm schwere Ausrüstung einschließlich einem Zelt und vieler Chemikalien mit sich herumzuschleppen. Auch die Entwicklung der Platte musste gleich vor Ort realisiert werden, solange sie noch feucht war. Dennoch, mit der Collodiumplatte kamen Bilder aus fremden Welten zu den Menschen. Denn viele Reisende ließen sich vom großen Gewicht und Aufwand nicht abhalten zu fotografieren. Die Kodak-Box war eines der ersten Amateurgeräte. Zum Wechsel des Rollfilms musste die Kamera noch in die Fabrik von George Eastman geschickt werden, der dieses Verfahren 1888 der Weltöffentlichkeit präsentierte. Augenblicke für die Nachwelt festgehalten. Bereits vor der Jahrhundertwende entsteht der Fotojournalismus und dokumentiert mit aufregenden Bildern das Zeitgeschehen. Die Leica, ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Kamera für jedermann. Sie fotografiert erstmals auf dem noch heute üblichen Kleinbildformat. In den 30er Jahren wurde der Fotoapparat dann endgültig zur Massenware. Und am Ende dieses Jahrzehnts hatte die chemische Industrie das erste praktikable Verfahren für Farbbilder entwickelt. Von der ersten Spiegelreflexkamera in den 40er Jahren führt ein direkter Weg zur ergonomisch gestalteten Kamera voller Elektronik. Moderne Kopierstraßen sind den gestiegenen Anforderungen angepasst. 18.000 Bilder in der Stunde auf dieser Maschine. 2 Milliarden Farbfilme pro Jahr weltweit. Swing it up. Die Sofortbildkamera von Edwin Land bereits in den 40er Jahren erfunden. Der Blick ins Körperinnere des Menschen, schmerzfrei und ohne chirurgischen Eingriff. Wissenschaft und Industrie ohne die Technik der fotografischen Reproduktion wäre vieles unmöglich. Beispiel die Entwicklung immer kleinerer Schaltelemente. Und auch was das menschliche Auge nicht mehr wahrnehmen kann, mit der Hochgeschwindigkeitskamera gelingt es, Bruchteile einer Sekunde fotografisch festzuhalten. 1, 2, 3, 2. Eine 50.000stel Sekunde. In der Zukunft werden konventionelle Fotografie und digitale Computertechnik immer mehr zusammenwachsen. Schon heute können klassische Fotografien digitalisiert, auf Disk gespeichert und beliebig weiterverarbeitet werden. Vollelektronische Fotokameras speichern Bilder nicht mehr auf chemischem Film, sondern bereits auf Diskette. Sie lassen sich über Funk und das Telefonnetz in Sekunden an jeden beliebigen Ort der Erde übermitteln. Drahtlose Fotografie sozusagen, ohne die Chemie, wie sie damals von Jeppes, Daguerre und Talbot genutzt wurde.